Ja, schön, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Sind ja doch, haben ja doch einige Wechsel stattgefunden. Von daher freut mich, dass das die Pause genutzt wurde. Ich wünsche Ihnen direkt viel Spaß beim Vortrag über Open Layers von Marc Jansen und Andreas Hoceva. Und von daher viel Spaß. Dankeschön, Dominik. Ja, das ist unser Logo, Open Layers. Das ist der Talk Open Layers, Stand und Zukunft von Marc Jansen und Andreas Hoceva zu meiner Linken. Wir haben ziemlich viele Folien, wir müssen also hier und da ein bisschen zügiger sprechen, mehr so Lightning Talk-Style, ausgedehnt auf so circa 20 Minuten. Wir werden über die folgenden Punkte heute sprechen. Es gibt eine kurze Meta-Sache, die wir vorstellen müssen. Dann werden wir Open Layers kurz vorstellen, dann den aktuellen Stand beleuchten, um schließlich auf die Zukunft hinzublicken. Mein Name ist Marc, ich bin Geschäftsführer bei der Firma Terrestris. Die Firma Terrestris hat einen Stand drüben, komme ich gleich noch zu. Kommen Sie da einfach mal vorbei, da können wir uns in Ruhe unterhalten und nicht im Rahmen von so einem Talk, brauche ich nicht so viel Werbung zu machen. Ich bin Kernentwickler von Open Layers und noch vieles mehr, wie Sie hier sehen. Terrestris macht tolle Open Source GIS Software und ist aus Bonn. Wie gesagt, wir haben den Stand, kommen Sie vorbei. Wir suchen immer wieder Leute, wir haben ein super Team. Da sehen Sie ein paar von diesen Menschen. Wenn Sie irgendwie Interesse haben, sich bei uns zu bewerben, einfach auf uns zukommen. Ich bin Andreas, bin bei Open Layers schon ziemlich lang dabei, seit 2007 oder so. Bin auch im Steering Committee und bin jetzt hier auch für Boundless. Boundless kennen Sie sicher, ist zwar eher am amerikanischen Kontinent aktiv, aber auch in Europa. Wirklich ein aktiver Leader in den Open Source Communities, die hier mit diesen ganzen Geo-Open Source Projekten zu tun haben. GeoServer, Stichwort eben auch Open Layers, GeoNode, und das Ganze gibt es jetzt als Boundless Exchange. Also wesentliche Produkte mit der Idee, ein Open Source Pendant zu dem ganzen ESRI-Stack zu bieten. Gut, also vielleicht haben Sie noch nie gehört, was Open Layers ist. Auf der Homepage beschreiben wir uns als High Performance Feature Packed Library for All Your Mapping Needs. Meiner Meinung nach fehlen da eigentlich nur noch drei Informationen. Wir sind eine Open Source Software, im BSD lizenziert. Eine JavaScript Library sind wir und wir sind ein US-Geo-Projekt, auch das schon seit ziemlich langer Zeit. Und Open Layers unterstützt unheimlich viele Daten und Layerquellen, kann gleichzeitig aber auch den User in die Lage versetzen oder denjenigen, der damit arbeitet, sehr viele vielfältige Interaktionen damit zu machen, also beispielsweise rein-rauszoomen, der Klassiker, aber auch drauf zeichnen, Vektoren neu erfassen. Open Layers ist sehr aktiv entwickelt. Wir haben da gleich noch ein paar Einzelfolien zu. Ist gut dokumentiert. Wir haben sehr, sehr viele Beispiele, über 160, glaube ich, mittlerweile und letztlich universal einsetzbar. Wenn Sie eine Karte wollen und die soll in irgendeiner Webseite drin sein, dann ist eine große Chance da, dass Sie das mit Open Layers machen können. Das sind jetzt hier so ein paar Beispiele, um diese Vielfalt darzustellen, die da so reinfliegen. Im letzten Jahr hatte ich ein GIF gemacht, wo ich 140 Beispiele gezeigt habe und irgendwas damit gemacht habe. Das GIF war zu groß geworden dieses Mal, das wären irgendwie 160 MB gewesen. Also habe ich jetzt Einzelbilder genommen, die jetzt hier so rein und rausfliegen. Das können Sie sich in Ruhe später nochmal anschauen. Das sind alles JavaScript-Optionen, die Ihnen geliefert werden von Open Layers und zeigt so ein bisschen die Vielfältigkeit der Verwendung von Open Layers. Open Layers hat schon eine sehr, sehr lange Historie und das hebe ich immer deshalb hervor, weil das in dieser schnelllebigen JavaScript- oder IT-Welt und JavaScript-Welt im Speziellen vielleicht nochmal meiner Meinung nach hervorhebenswert ist. Die erste Version kam seit 2006 raus und großer Rewrite war so ungefähr 3 Jahre haben wir dafür gebraucht oder 2,5 vielleicht, war die Version 4, die ist im Februar 2000, Version 3, sorry. Und die Version 4.0 ist im Februar 2017 rausgekommen. Das war so der Zeitpunkt der letzten Foskis, zu der ich hier das vorgestellt habe. Und seitdem setzen wir auf Semantic Versioning, sprich wir releasen auch sehr häufig. Und die Versionsnummer richtet sich danach, inwiefern sich die API geändert hat oder eben nicht. Ist verlinkt, wenn Sie das nachlesen wollen. Damit kommen wir zum Stand. Aktuellste Version von Open Layers ist die Version 4.6.5 von meinem Kollegen Herrn Hoceva vor, ich glaube, 2 oder 3 Tagen released. Zur letzten Foskis war die 4.0.1 aktuell. Wir haben zwischenzeitlich quasi 22 Releases gemacht, etwa 1300 Commits, über 800 geänderte Dateien und das kann ich natürlich alles jetzt hier nicht in 20 Minuten vorstellen. Dementsprechend habe ich eigentlich nur so ein paar Highlights. Diese Folie zeige ich auch immer sehr gerne. Das sind quasi die Anzahl der Committer oben rechts in diesem etwas dunkelgraueren Bereich. Sehen Sie den Zeitraum, den wir gerade auch betrachtet haben, also quasi das letzte Jahr. Da sehen Sie 6 verschiedene Committer, die beigetragen haben zu Open Layers, 6 verschiedene Firmen, beziehungsweise der eine ist überhaupt keine Firma, sondern einfach ein Freiwilliger ohne Firmenhintergrund. 6 verschiedene Firmen in durchaus unterschiedlicher Intensität
Und ja, dieses Projekt ist nach wie vor sehr aktiv. Kommen wir zu den Highlights. Wichtigste Message, die Sie hier mitnehmen müssen, ist die folgende. Wenn Sie mit OpenLayers arbeiten wollen, und vielleicht haben Sie das auch schon längere Zeit gemacht, wie gesagt, wir sind schon lange am Markt, verwenden Sie bitte die folgenden, eine dieser zwei Möglichkeiten, um OpenLayers in Ihre Applikation zu nehmen, also via NPM oder Yarn, NPM Install OL oder Yarn Add OL. Vor einem Jahr habe ich noch gesagt, diese Art und Weise, wie wir das machen, ist Beta und bitte benutzen Sie das vorsichtig. Da muss ich mittlerweile sagen, bitte macht es nur noch so, wenn es irgendwie geht. Das ist die Art und Weise, wie wir das eigentlich gerne möchten, dass man OpenLayers verwendet. Also wenn Sie alles andere vergessen, bitte einfach das mitnehmen. Wie gesagt, wir sind bei einigen Highlights des letzten Jahres. Hier sehen Sie ein Gradnetz aufgebracht auf eine Karte, auf eine OpenStreetMap-Karte und Sie sehen, da unten sind so kleine schwarze Labels angebracht, die halt letztlich ja, eine einfache Orientierung im Raum erlauben und die Labels sind neu. Die gab es in der letzten Version noch nicht. Was haben wir noch gemacht? Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, dass auch Textlabels, jetzt hier in dem Fall an Straßen, auch eine Kurvatur annehmen können, in dem Fall jetzt von der Straße. Wenn Sie vielleicht auf den Stephansplatz so ziemlich zentral schauen, ist glaube ich in Wien, richtig? Ja. Schauen, da ist diese Schrift etwas gekurvt dargestellt und das ist ein Vektorlabel, was halt dort der Linie folgt. Sehr schön. Was haben wir noch gemacht? Hier sehen Sie auch Vektorlabel. Früher war es so, dass wenn Sie Polygone quasi gelabelt haben, dann wurden die Polygone im Grunde oft mit einem langen Label beschriftet und sodass Sie quasi von dem Polygon nichts mitbekommen haben. Und mittlerweile haben wir halt konfigurierbar eingestellt, ob Sie ein Polygon quasi nur noch dann labeln wollen, wenn das Label denn auch komplett in die Fläche reinpasst. Und warum habe ich hier oben Exceed Length und nun Overflow hingeschrieben? Das zeigt, wie aktiv wir selbst über die Kleinigkeiten irgendwie nachdenken. Also es hieß zuerst halt Exceed Length, diese Option, und die heißt jetzt Overflow, einfach weil Naming is Gaming und Naming is also hard. Overflow finden wir den etwas passenden Namen für diese Option. Das ist eine der schönsten Folien, die ich vorbereitet habe. Da sehen Sie, dass wir an Textlabels, also Vektoren werden hier auch wiederum gelabelt. Und wir haben jetzt einfach noch die Möglichkeit geschaffen, dass man den Texthintergrund, man kann so ein Halo machen, hier sicherlich nicht so schön gelungen, aber zur Visualisierung sicherlich geeignet. Gut, Vektorteils. Sie sehen jetzt hier ein Live-Beispiel von einer Vektorteilkachel und der erste Eindruck wäre jetzt hier vielleicht, dass hier ein gerenderter Kartendienst von einem schweren Serverdienst das hier darstellt. Das ist hier nicht der Fall. Was Sie dort sehen, sind letztlich Vektoren, also rohe Geometrien und einige Attribute, die Sie mitbringen, in einer gekachelten Art und Weise angefragt und gestylt mit Mapbox-Styles, die über eine weitere Bibliothek übersetzt werden in eine Stilvorschrift, die OpenLayers versteht. Das Ganze ist, wenn du mal vielleicht an deinem Mac zoomen könntest, das Ganze ist unglaublich crisp, es rendert halt immer scharf, die Kurvatur der Kurven kann man hier vielleicht auch erkennen, da beim Kreuzbergweg, ja, es ist immer scharf, klasse, Vektorteils, auch da haben wir eine wunderbare Unterstützung für. Label-Kollision, auch das ist neu. Sie sehen hier eine Karte, die OpenLayers 4.0.1 verwendet, also den Stand, den wir vor einem Jahr hatten. Und dort sehen Sie die Länder der Welt gelabelt und wie Sie sehen, sehen Sie fast nichts. Also alle Labels überlagern einander und es ist sehr, sehr schwierig gewesen, dort überhaupt eine Karte hinzubekommen, auf der man wirklich was erkennen kann. Also die ist eigentlich nicht nutzbar in dieser Form. Ob man auf der Weltkarte auf diesem Zoom-Level was erkennen muss, ist die andere Frage, aber nun gut. In den neuesten Versionen gibt es eine neue Option, die da heißt Declutter und die sorgt halt dafür, dass nur noch ausgewählte Labels gerendert werden. Sprich, Sie merken schon, dieses Label-Rendering, Vektor-Rendering, das war so eines der Schwerpunkte, auf die wir uns einfach gestürzt haben. Das ist einfach auch die Art und Weise, wie man vermutlich im Jahre 2017, 18 Vektorkarten im Web vielleicht macht. Einige Deprecations gab es, sprich Sachen, die Sie vielleicht bislang verwendet haben, die Sie in Zukunft bitte nicht mehr verwenden. Custom Builds, früher hatten Sie OpenLayers, ist eine große Bibliothek, ich habe bereits gesagt, es hat hunderte Klassen und in vergangenen Versionen war es immer so, dass wir gesagt haben, naja, wenn du dann halt für deine Applikation eine Klasse A und B brauchst, dann kannst du dir ein Custom Build erzeugen, in der nur A und B drin ist. Das machen wir nicht mehr, wenn Sie OpenLayers und auf die Art und Weise einbetten, wie wir das eben gesagt haben, mit NPM oder Yarn, dann gibt es halt andere Tools in dieser großen JavaScript-Welt, Webpack fällt mir ein, es gibt noch zahlreiche andere, die diese Dependenzen für Sie auflösen und dann für Ihre Applikation genau den besten Build zur Laufzeit oder Compile-Zeit quasi herstellen. Custom-Builds gibt es nicht mehr.
Clojure UTIL-Paket bitte nicht mehr verwenden. Wenn Sie das noch nicht verwendet haben, gut so. Wenn Sie es verwendet haben, Sie sollten bereits seit mehreren Versionen darauf hingewiesen worden sein, dass das bitte zu ersetzen ist durch andere Dinge. Statt UL Source Image Vector verwenden Sie bitte mittlerweile Render Mode Image auf einem Vector Layer. Wenn Ihnen das nichts sagt, ist nicht schlimm, ist die letzte Folie, wo ich so detailliert bin. Statt UL Device Orientation verwenden Sie bitte die klassischen Arten und Weisen, um die Orientierung Ihres Telefons beispielsweise auszulesen. Da hatten wir früher eine eigene Abstraktion für geschrieben, die aber von der API eigentlich im Grunde schlechter war als die API des nativen Navigator-Objekts. Und dementsprechend auch OL Attribution bitte nicht mehr verwenden. Wir haben auch ein bisschen was für die geistige Gesundheit getan, wenn Sie OpenLayers verwenden. Ne, so eine lange Historie kommt auch mit einer langen Historie an, vielleicht auch manchmal nicht so klugen Entscheidungen, was API angeht, zu tun. Oben ist die Art und Weise, wie wir einer Quelle eine Attribution geben können, also quasi eine Datenquelle, die dann angezeigt wird. Und Sie sehen, da muss man sehr, sehr viel schreiben. New an Array von New OL Attribution mit einem Objekt HTML, wo dann was drinsteht. Und darunter in dem Code steht dann, wie man das jetzt macht, ist einfach Attributions ein String. Und wenn man es noch ein bisschen komplexer haben möchte, kann man da auch eine Funktion haben. Kann man auch alternativ übergeben. Das, was da unten steht, ist ein ziemlich nutzloses Stück Code. Map at Layer. Also ich füge zweimal den gleichen Layer hinzu. Wenn Sie das gemacht haben in 4.0.1, dann hat OpenLayers gesagt, alles klar, habe ich halt zweimal den gleichen Layer drin, und wenn Sie irgendwann später diesen Layer dann entfernten, ist es zu einem Fehler gekommen, den Sie überhaupt nicht mehr nachvollziehen konnten. Das heißt, Sie wussten gar nicht mehr, warum ist das jetzt so. Ne? Und mittlerweile werfen wir früher, wenn Sie den Layer zum zweiten Mal hinzufügen wollen, dann sagt Ihnen OpenLayers, das geht nicht, den hast du bereits in der Karte. Wir haben noch viele andere Kleinigkeiten gemacht. Eine ganz nützliche Funktion, zum Beispiel MapGetFeaturesAtPixel, gibt Ihnen, egal der Quelle, welche Quelle Sie verwenden, ob Vektor- oder Rasterquellen, gibt es Ihnen die Möglichkeit, die Features dort zu bestimmen, die an einem gewissen Pixel sich befinden. Wenn Sie mit der Maus überfahren über so eine Karte, wo dann verschiedene Layer übereinander angebracht wird, sehr sinnvolle Möglichkeit. Löschen, also ich habe ja bereits gesagt, dass wir Vektoren editieren können, und das ist wesentlich angenehmer geworden, jetzt also sowohl gleichzeitig hinzuzufügen erlauben, als auch Vertices, also Stützpunkte von Polygonen beispielsweise, zu entfernen, indem man einfach klüger miteinander interagiert. Die Overview Control, also eine kleine Übersichtskarte, die kann man jetzt mittlerweile so anfassen und verschieben, und der Hauptkartenausschnitt wird sich dann anpassen. OL Animation, das hebe ich immer gerne hervor, also wir haben mittlerweile eine sehr schöne API, um Animationen zu machen, also von Bonn nach Salzgitter zu rotieren und dabei den Zoom-Level zu verändern und was weiß ich nicht noch alles machen. Das alles ist sehr nachvollziehbar, sehr sauber in dieser neuen OL-Animation drin. Damit sind wir beim Part Zukunft, und für den ist der Herr Hotschewa zuständig. Ja, wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen für die nächste Major Release. Das ist wird die Version 5 sein. Und man sieht auch hier, dass seit der letzten Point-Release oder seit der Release 4.6 schon wieder über 1000 Commits gemacht worden sind. Es sind fast alle, oder eigentlich sind alle Dateien des Projekts geändert worden, weil wir jetzt das Projekt umstellen von der Verwendung von Google Require. Das sind noch so Relikte von der Verwendung der Google Clojure Library, die verwenden wir nicht mehr. Wir verwenden künftig nur mehr JavaScript-ES-Module. Hier noch einmal die gleiche Grafik wie vorhin. Oben rechts, dieser Balken ist wesentlich kleiner und ist eigentlich die gleiche Anzahl an Commits in noch viel kürzerer Zeit. Also da ist einiges im Umbruch jetzt. Das bedeutet jedoch keineswegs einen Grund zur Sorge. Im API wird sich relativ wenig verändern. Nur die Importnamen ändern sich, und dafür stellen wir auch ein automatisiertes Skript zur Verfügung. Sobald das verfügbar ist, kommen wir dann wieder der Version 5 ein großes Stück näher. Wenn Sie es jetzt schon ausprobieren wollen, die Beta-Versionen des OL-Pakets gibt es schon einige, momentan aktuell, oder wie ich gestern oder vorgestern geschaut habe, war 5.0 Beta 9 die aktuelle Version. Die Ziele für diese Version 5 waren eine entwicklerfreundlichere Bildumgebung, das heißt, wir haben keine Abhängigkeit mehr von diesen Clojure-Tools. Was man jetzt noch braucht, ist wirklich nur mehr alles, was mit Node und NPM schon geliefert wird. Direkt der Source-Code wird als OL-Paket publiziert werden, da ist kein weiterer Build-Step mehr drinnen. API-Verbesserungen für Benutzer gibt es einige kleinere, aber wirklich keine großen Breaking Changes, nur ganz wenige.
Was noch bevorsteht, und das ist auch eine der Voraussetzungen, bevor wir wirklich die finale Version 5 releasen können, ist, wir brauchen eine neue Webseite und bessere API-Dokumentation. Dafür bekommen wir massive Hilfe von der Firma Planet. Danke schon einmal an dieser Stelle und wir freuen uns schon sehr darauf, wenn das fertig sein wird. Ein paar Worte noch zur entwicklerfreundlichen Bildumgebung. Die ist bereits jetzt umgesetzt. Es ist eben nicht mehr notwendig, mit diesem Clojure-Util-Paket zu arbeiten. Es wird nach wie vor für schnelle Versuche eine Full-Build geben. Die wird erzeugt mit Webpack, nicht mehr mit Clojure-Compiler. Die Beispiele, die offiziellen, werden auch mit Webpack erzeugt. Und den Clojure-Compiler, der ist zwar optional noch im Projekt, aber den verwenden wir nur mehr für Type-Checking, also das ist eher für interne, als Teil der Continuous Integration, um zu sehen, dass die ganzen Types richtig gesetzt sind in der Library. Der Quellcode ist eben, wie schon gesagt, ein Set von ES-Modulen, das ist bereits in Beta-Versionen jetzt umgesetzt. Und das kann man direkt verwenden. Marc hat schon erwähnt, Webpack, andere Möglichkeiten wären eben Parcel oder Rollup. Da gibt es einige, was halt die JavaScript-Welt momentan so anbietet. Und die Upgrades für Version 4 Benutzer, da wird es eben dieses Skript geben, das die Importnamen verändert. Für Benutzer, das ist auch schon bereits implementiert, die Proj4-Library wird jetzt ohne Überraschungen implementiert. Man muss immer angeben, mit welcher Proj4-Instanz man arbeitet. Dann wird das registriert und das ist es dann. Keine Überraschungen mehr, wo es Proj4 herkommt oder ob es dann in einer Production-Build nicht mehr verfügbar ist. Das geht immer. Sphere-Berechnungen jetzt mit statischen Funktionen. Also es gibt nicht mehr diese Sphere-Klasse, die sehr kompliziert zu bedienen war. Die Signatur bei Style-Funktionen für Layer und Features ist jetzt gleich. Also wenn Sie zum Beispiel im Rahmen einer Feature-Selektion eine Style-Funktion auf ein Feature setzen wollen, statt auf einen Layer, können Sie das jetzt ohne Änderung machen. Ist genau die gleiche Funktion. Und wir hatten einige Funktionen, wo man so ein Opt-This-Argument, den Kontext der Funktion angeben konnte. Das haben wir entfernt, weil dafür gibt es jetzt bessere Möglichkeiten, zum Beispiel Arrow-Functions mit ES6 oder klassisch mit Bind. Für die Umstellung auf Version 5.0, wenn Sie jetzt vom OL-Paket in der Version 4 upgraden wollen, es ändern sich eigentlich, abgesehen von diesen kleinen Abänderungen, nur die Importnamen. Zwei Beispiele hier, wenn Sie die Map verwenden wollen, das war bisher OL/Map mit kleinem m, das wird künftig Map mit großem m sein, also wo immer wir eine Klasse haben, kommen Großbuchstaben beim Filenamen zum Einsatz. Und bei statischen Funktionen, die in eigenen Paketen sind, das sind das sogenannte Named Exports, die importiert man dann auch etwas anders als bisher. Und alles andere geht eigentlich dann aus den Release Notes hervor. Aber wir haben schon einige Projekte umgestellt und das geht eigentlich ohne große Probleme. Jo, damit sind wir auch zeitmäßig schon fast am Ende und ich gebe dann wieder weiter, um die Fragen moderiert zu bekommen. Vielen Dank. Ja, danke für den interessanten Vortrag. Gibt es denn Fragen aus dem Plenum? Yes. Yes. Hallo, ich habe eine Frage zu diesem Type-Checking mit dem Clojure-Compiler. Habt ihr euch da auch Alternativen angesehen wie Flow oder TypeScript? Und habt ihr auch geguckt, ob man das mit Webpack integrieren kann? Weil ich habe mal gesehen, da gibt es so ein Plugin, aber ich habe nicht richtig gesehen, ob das wirklich funktioniert. Also das war in der Tat ein sehr langer Denk- und Abwägungsprozess. Wir haben uns natürlich die Methoden so wie TypeScript und Flow auch angesehen. Der Grund, warum wir uns dann letztendlich dagegen entschieden haben, ist, wir haben die komplette Dokumentation mit JS-Doc automatisch generiert, die komplette API-Dokumentation und dort kommen die Types bereits vor. Wir haben uns jetzt für einen Weg entschieden, wo wir die Typen so formatieren, dass sie von JS-Doc direkt verstanden werden und haben ein Babel-Plugin, dass diese Type Annotations umwandelt in Clojure Compiler kompatible Type Annotations und die kann man sehr wohl auch mit Webpack verwenden, wenn man dort einfach dieses Babel Plugin konfiguriert. Es gibt ja von Drittanbietern auch die
die Typen für TypeScript, die wird es wahrscheinlich auch weiterhin geben. Aber wie gesagt, aufgrund des Fehlens eines Dokumentationstools, das Flow oder TypeScript vollständig versteht, haben wir uns vorerst entschieden, bei diesen JS-Doc-Type-Annotations zu bleiben. Und wir schauen uns das dann für die nächste Major Release halt noch einmal an, ob es inzwischen was gibt. Documentation.js war sehr vielversprechend, unterstützt künftig nur mehr Flow-Types, tut sich aber noch schwer mit Modulen, aber wenn sich da in die Richtung was entwickelt, springen wir eventuell auf diesen Zug auf. So, weitere Fragen? Gibt es einen Zeithorizont für Version 5.0? Also gibt es da irgendwie, ich will sagen, nicht eine Deadline, aber gibt es da irgendwie was, bis wann das rauskommen soll? Also wie gesagt, das Migrieren des Codes ist im Wesentlichen abgeschlossen. Also wenn man jetzt eine Beta verwendet, wird man nicht mehr wirklich was am Code ändern müssen für später. Was fehlt, ist jetzt gerade die Umstellung dieser Type Annotations eben. Das ist im Gange. Und dann kommt noch die neue API-Dokumentation und die neue Webseite. Es ist immer schwer, sich auf ein genaues Datum festnageln zu lassen, aber ich würde mal meinen, dass wir das in den nächsten 1 bis 2 Monaten schaffen sollten, bis zur finalen Version 5. Und durchaus an dieser Stelle eine Empfehlung, die Projekte schon jetzt auf die aktuellen Beta von der Version 5 umzustellen. Ja, vielleicht darf ich da noch ergänzen. Das ist ja Open Source und ich bin mir ganz sicher, dass auch hier im Plenum einige Leute sind, die dabei helfen können. Es gibt durchaus da einige auch, ich nenne sie mal etwas, also Core, also so Pflichtübungen, die da einfach gemacht werden müssen. Da sind also einige Sachen am Code, die zu ändern sind. Das ist jetzt nicht die höchste intellektuelle Herausforderung, aber es ist einfach eine Menge Arbeit. Da gibt es entsprechende Pull-Requests, wo halt auch angeschaut werden kann, wie man denn so einen Umzug macht für eine Datei exemplarisch. Wer also da zu Ruhm und Ehren bei Open Layers kommen möchte, der kann sich da auch so eine Klasse raussuchen und macht das dann. Das hat ganz überraschend, ohne große Ankündigung, auch jetzt in der Vergangenheit immer mal wieder ganz gut geklappt. Da tauchen irgendwelche Menschen auf, die halt JavaScript können, die noch nie, glaube ich, was mit Open Layers ernsthaft gemacht haben und helfen uns dann da wunderbar so mitzumachen. Und ich fände es super, wenn das vielleicht auch hier jemand noch machen kann, auch gerade bei der Homepage, die dann noch angepasst werden muss. Also es ist für alle Levels was dabei. Ne, und das Ganze lebt davon, dass man mitmacht und vielleicht auch einfach testen und Feedback geben, so eine Beta 9. Da wären wir alle sehr, sehr froh. Und das wird das im Grunde alles nur schneller machen, bis das dann 5.0 final da ist. Gut, dann danke fürs Zuhören, danke für den schönen Vortrag von euch und um 16.10 Uhr geht es weiter mit QGIS Web Client 2.0 von Pirmin Kalbera und genau, Sie können den Raum wechseln, müssen aber nicht, weil der Vortrag hier ist auch gut.